Hallo Leute und herzlich willkommen zu Formel 1 heute. Ja, wieder mal Formel 1 am Start. Ja, wir fahren jetzt gleich das Qualifying in Belgien. Ich bin gespannt, wie es ausgehen wird. Ich hoffe, es regnet nicht. Aber ich glaube, es regnet nicht. Ich habe noch nicht geguckt. So Leute, hier geht's auch schon los. Gerade ein bisschen laut, aber egal. Muss ich halt danach noch kurz umstellen. Kennt ihr die Piste? Ich vermute mal, die ist ja relativ... Ich glaube, die ist auch ein ziemlicher Schauplatz. Also, da ist halt, glaube ich, relativ bekannt, oder? Weiß es nicht so ganz. Aber auf jeden Fall, diese Kurve hier finde ich übel geil. Weil es geht zu hoch, du kannst auch ja gut abkürzen. Ja, nee, eigentlich war das nicht das Ziel, sondern einfach, dass man geil durchziehen kann, wollte ich eigentlich sagen. Hier war es natürlich auch noch geile Gerade. Ah ja, übrigens, ich habe für dieses Rennen, oder eigentlich nicht wegen diesem Rennen, sondern ich habe allgemein den Extreme Damage Mod installiert. Also das ist halt wie in Real Life, wenn du ein bisschen ankommst. Mit dem Rad zum Beispiel hast du halt einen Totalschaden. Wird auf jeden Fall dann mal auch nur ein bisschen anders. Dann müssen wir auch wie richtige Formel 1 Fahrer dahinter gehen. Und falls übrigens unsere Leute einen Monster-Dings-Anzug anhaben können, zum Beispiel beim Reifenwechsel oder so, das liegt daran, da ich auch einen Monster-Mod installiert habe, um privat so ein bisschen zu spielen, weil sie sind leider nicht mein Sponsor. aber ich bin halt Monster-Fan und deswegen, ja, habe ich das für mich installiert, dass ich sozusagen für Monster fahren kann. Dann ist einfach auch ein Auto mit dem Monster-Zeugs. Wenn ihr das mal sehen wollt, schreibt es in den Kommentaren, dann kann ich das mal machen, aber und ich auch gerade, Hamilton zieht mir übertrieben davon. Ja, also auch scheiße, weil er hat das schnellere Auto, Mercedes. Oh, ein bisschen abgekürzt, aber egal. Ja, nee, können wir nicht mehr überholen. Aber dritter Platz war es, glaube ich, oder? Zweiter Platz sogar, ja, das ist natürlich noch besser. Ich meine, das ist ja wie die Pole Position nur halt nebendran. Okay, Leute, der Start. Es geht los, das Rennen geht los. Und ich hoffe, wir können direkt ein bisschen punkten. Ja. Herr Hamilton hat sich verbremst oder was? Ich auf jeden Fall irgendwas war da nicht ganz gut. Na, ist eigentlich egal. Wir sind Erste. Das ist jetzt aber die Hauptsache. Ich versuche ihn jetzt mal ein bisschen davon zu ziehen. Mal gucken, ob es funktioniert. Oh, es gab einen Unfall. Es gab schon einen Unfall. Das ist halt auch das Coole bei diesem Mod. Das Nice ist halt eben, es gibt Unfälle hier. Die KI macht auch selbst Unfälle. Und das ist halt, das war halt vorhin leider nicht so. Und das fand ich immer ein bisschen unrealistisch. Okay, jetzt, Alter, wie viele sind denn rausgeflogen? Was? Sind nur noch 10? Hä? Oh shit, ich bin zu schnell. Lol, Alter. Ja, wahrscheinlich. Ich musste gerade abbremsen wegen dem. Und jetzt konnte mich Hamilton überholen. Ach komm, so ein Mist, Alter. Oh, da ist auch ein Unfall. Ja. Ja. Wie gesagt. Oh, scheiße. Oh. Verstappen, hi. Können wir die Session wiederholen? Ich musste hier halt abbremsen wegen dem positiven Delta. Ja, komm, wir starten die Session neu. Das war jetzt ein bisschen kurz. Alter. Aber was... Das war ja auch unfair, ich musste abbremsen und der zieht einfach komplett durch und überholt mich. Oh, ist doch scheiße, ey. Okay, nächster Versuch, Leute. Mal gucken, ob es besser geht. Mal gucken, ob wir auch den Start direkt wegziehen können. Tatsächlich, hä, was macht denn Hamilton die ganze Zeit? Verstehe ich nicht. Okay, hier abbremsen. Junge! Genau das meine ich. Ich wurde jetzt einfach von der Seite gerammt. Ich kann halt nichts machen. Ist halt in Real Life auch so, ne? Können uns ja jetzt... Alter, wie mach Stopp? So. Können uns jetzt mal diesen, ich muss kurz erstmal klarkommen, warte mal. Okay, wir haben jetzt hier Kinokamera. Wir können jetzt mal gucken, wie das Ganze aussah. Ich kam hier, Hamilton rammt mich weg und ich kann nicht mehr weiterfahren. Oder ist einer noch in mich reingefahren, ganz nice. Alter, ich will jetzt auch nochmal ein Rennen fahren, sonst muss ich den Mod wieder rausnehmen. Aber das fuckt mich eigentlich ein bisschen ab, weil eigentlich ist es cooler Mod. Hab ein bisschen Angst vor Hamilton jetzt, dass der wieder Faxen macht. Aber vielleicht müssen wir hier einfach ein bisschen... Ja, vielleicht ein bisschen mehr durchziehen. Okay, bisher ist doch alles gut. Ich habe auch keinen Unfall in der ersten Kurve tatsächlich. Ah, Junge, immer diese Kurve, die kann ich so nicht gut. Ich weiß nicht wieso. Okay, Leute, wir haben auch die schnellste Runde gehabt. Das ist schon mal relativ gut. Können wir auf jeden Fall mitarbeiten. Ich bin auch noch Erster. Mal gucken, wie das noch weitergeht. Bisher ist auch noch niemand ausgeschieden tatsächlich. Also im Grund ist mein Teammate schon an der Box. Hat sich wahrscheinlich den Frontflügel kaputt gemacht. Heißt denn nicht gut, Alter. Problem ist, es geht halt auf meinen Nacken, ne? Oh, diese blöde Kurve, da muss ich gucken, dass ich die besser bekomme, weil sonst würde mich Hamilton da oder Bottas, einer von beiden, würde mich auf jeden Fall überholen. Das Sampen ist nur Fünfter, okay, krass. Hätte ich auch nicht gedacht. Lord, Alter. Okay, Leute, wir haben eine neue Bestzeit plus DRS ist jetzt aktiviert, das heißt, wir müssen jetzt doppelt aufpassen. Ab jetzt können sie überholen. Alter, mein Auge juckt gerade. Oh, nicht gut, ich kann nur mit einer Hand gerade fahren. Okay, alles gut. Ah, ja, ja, Alter, wie weit raus ich gekommen bin. Das Gute ist, ich kann dafür hier dann gleich wieder reinfahren. Aber trotzdem, insgesamt ist es nicht so gut. Okay, Leute, scheinbar gab es einen Zusammenstoß in Sektor 2 jetzt. Und, aber es ist alles, scheinbar hat sich niemand... Ah, doch, okay. Ja, er hatte gerade gesagt, der Raikön hat ein Problem mit seinem Auto. Das heißt, der musste aufgeben. Das heißt, Opfer.
So, mein Teammate hat ihn jetzt auch überholt. Oh, Alter, wie gut ich die Kurve gerade hier bekommen habe. Oh, wir haben einen Verschleißermotor oder so. Und das ist schon mal nicht so gut. Haben wir gerade gesagt. Scheiße. Oh nee, es wird Regen kommen, Leute. In 10 bis 15 Minuten, das ist gar nicht gut. Okay, Leute, die beiden Mercedes-Autos kommen mir unmittelbar näher die ganze Zeit. Das ist nicht sehr geil, Alter. Okay, scheinbar müssen wir diese Runde rein. Dann fahre ich jetzt noch eine gute Zeit. Oder versuch's zumindest. Oh nee, ihr habt mir auch gesagt, dass wir einen mehr Leistungsverlust merken werden. Also unser Motor hat irgendwie Abnutzungszeugs. Scheiße, das ist gar nicht gut, ey. Ich habe die Einfahrt verpasst. Guckt euch das mal an, wie stupid das ich bin. Stell dir vor, das kommt im Fernsehen, ne? Ihr seht das so im Fernsehen? Ah, okay. Lol, wie lost. Ich dachte, der Computer, warte mal, ich kann das euch zeigen. Ich dachte, er übernimmt so ab hier circa. Und dann hier mache ich gar nicht mehr so krass Kurve und bremse natürlich auch nicht ab. Und ich, boom. Die stehen auch einfach da, es juckt sie auch einfach nicht, Alter. Okay, vielleicht machen wir am besten so ab hier, oder? Ja, hier lenke ich aber schon gerade ein bisschen weiter rüber. Warte, wir gehen noch mal ein bisschen weiter zurück. Einfach for safety. Okay, Leute, once again versuchen wir hier reinzukommen. Alter, ist aber auch schwierig. Aber wir haben es geschafft, auf jeden Fall. Hinter uns im Moment auch noch gerade Bottas. So, wo ist unsere Box? Ne? Ach, lol, der hat sie ganz hinten. Aber der kann schon wieder raus. Wir sind noch mehr drin. Kommt, Leute, gib Gas. Bitte. Boah, der war echt schnell, Alter. Oh, davor gab es einen Unfall. Okay, es gab einen Unfall. Okay, krass, Alter. Okay, ich bin auch gerade Vierter, aber... Okay, Safety Car ist jetzt gerade. Ja, das regnet auch scheinbar jetzt. Oder wird gleich wahrscheinlich anfangen. Okay, es gab scheinbar einen Unfall in der ersten Kurve gerade. Oder? Ja, ich glaube, es ist der erste Kurve oder der zweite. Ich weiß nicht so genau. Hä, aber ich muss doch aufholen. Wieso bin ich denn so schnell, Alter? Ich hoffe, es kommt nicht zum Regen, Alter. Weil sonst haben wir ein Problem mit den harten Reifen, die wir jetzt haben. Können wir jetzt wieder Gas geben? Aber noch nicht. Ah, doch. Nee. Hä? Hole die Safety Car Kolumne ein. Oh lol. Ich hab gerade gedacht, ich darf es ja gar nicht überholen. Das wird noch eine Challenge, Alter. Mann, das ist so dumm, das lässt die anderen jetzt voll aufholen. Oh, Alter, war das close. Scheiße, ich hätte den fast gerammt. Das ist so close die ganze Zeit. So gefährlich, ey. Jo, ich konnte gerade nicht mehr Gas geben. Was war da los? Hier, wir können jetzt aber wieder ein bisschen rein beschleunigen. Der Safety Car kommt danach rein. Hä? Ich kann nicht mehr Gas geben. Ich habe keine Beschleunigung mehr. Ich glaube aber, das ist so, weil der Safety Car dort reinging. So, sind wir ready, Leute? Kein Überholen, okay. Okay, jetzt darf man wieder überholen. Also, gucken wir mal, wie näher das wir Bottas kommt. Jo, aber er konnte den Glück nicht mehr überholen. Ja, genau. Was soll ich denn machen? Voila, ich kann auch den nicht einfach rausweichen. Ja, er kann weiterfahren, wahrscheinlich, oder? Ja, nun guck mal, mein Typ hat sogar die Hand oben. Ja, aber kannst du ja nicht machen, guck. Er sieht ja... Er ist ja hier sogar noch hinter mir. Er sieht, oh, der schneidet die Kurve. Bam, er rammt mich einfach. Also ich weiß nicht, ich bin ja kein Profi, aber das darf er doch nicht machen. Vor allem wie ihm einfach gar nichts passiert. Okay, wir machen ab hier weiter. Okay, wir haben es überlebt. Ich hoffe, wir müssen nicht noch mehr die Rückblende benutzen, weil das gibt nämlich immer ein bisschen Abzug. Oh, scheiße, er kann halt DRS benutzen. Das ist halt so behindert. Jo! Hä, er kann schon wieder weiterfahren. Hä, was ist denn los? Jo, wahrscheinlich, Junge. Lol, Alter, wie das aussieht. Ey, aber ich könnte mir doch nicht erzählen, dass der nicht disqualifiziert wurde. Guck mal, ich fahre hier, er versucht halt zu überholen. Und er hat mich aber wie asozial. Mann, was ist denn los mit euch, Mercedes-Fahrer, ey? Ey, kann der mal aufhören? Ey, es kann doch nicht wahr sein, jedes Mal, ey. Was soll das? Okay, da muss ich ihn jetzt scheinbar vorbeilassen. Okay, ich habe zu wenig Abstand gehalten. Okay, ich lasse ihn jetzt vorbei, ein bisschen weiter außen. Boah, war immer noch übel knapp, ey. Alter, ja. Als ob er noch meine Rundenzeit knackt. Och, Mann, ey. Ich weiß nämlich nicht, ich glaube, danach sind wir auch nicht mehr Erster nach diesem Rennen. Wenn wir es nicht noch gewinnen, werden wir auch nicht mehr Erster sein in der Weltmeisterschaft. Aber vielleicht macht er noch einen Fehler und wir können ihn noch überholen. Ich hoffe einfach nicht, dass ich noch zurückfalle. Okay, Leute, letzte zwei Kurven. Ich vermute mal nicht, dass wir Bottas noch überholen. Vermute ich nicht, nee, glaube ich nicht. Und ich hoffe auch nicht, oder ich denke auch nicht, dass Hamilton, nee, wird das auch nicht mehr überholen. Genau. Ja, zweiter Platz. Way. Immerhin zweiter Platz. Trotz 20 Unfällen oder so. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen.
Wieder einmal sind wir bisher immer auf dem Podest, was soll das? Okay Leute, das war's mit dieser Folge Formel 1. Ich sehe gerade irgendwie bei meiner Kamera, dass es nur Anzeige, dass es 8 Minuten aufgenommen hat, was aber irgendwie ein bisschen komisch ist, denn die gesamte Aufnahme geht 3/4 Stunden. Ich hoffe, ihr habt trotzdem eine Facecam, ansonsten tut es mir sehr, sehr leid. Und ja, dann würde ich sagen, aber ne, schreibt zuerst noch in die Kommentare, ob ich den Extreme Damage Mod drin lassen soll, weil ich finde eigentlich macht's Bock, aber irgendwie... Ja, es ist halt, es braucht sehr wenig, bis man einen Unfall hat. Andererseits ist es halt realistischer. Und dann, ja, schreibt in die Kommentare, wie ihr das Video fandet. Liken und Abo nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!